Alter, was geht? Hilfe, lass mich in Ruhe. Das kannst du nicht bringen, Mann. Alter, lass mich. Western Union, Cleveland, Norman Barry, Vater von Virginia Barry. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Tochter Virginia verschwunden ist. Ihre Anwesenheit hier ist nicht erforderlich, da bereits all unsere Mitarbeiter sich auf der Suche nach ihr befinden. Sie wären nur im Weg, gezeichnet Dr. Henry Hammer, Leiter der Kenton Klinik für psychisch Kranke. Ja, das ist doch mal ein Einstieg. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Seth und wir spielen The Hitman Shadow Ward. Habe ich mir gerade von Steam runtergeladen. Ich habe mal vor einer Zeit lang kurz in die Vorabversion reingeschaut und ich glaube, das Ding hier wurde grundsaniert. Wir befinden uns also in einem Fahrstuhl einer psychiatrischen Einrichtung, wenn ich richtig kombiniere. Und zum Anfang hatte ich die Auswahl in einem Menü, ob ich Vater oder Mutter spielen will. Und ich habe mich gefragt, was es damit auf sich hat, aber ich schätze mal, wir werden es bald herausfinden, wenn wir einfach mal austreten und uns anschauen, was uns hier erwartet. Und da wird es auf einmal schon wieder ganz ruhig. Wir hören ein bisschen Vögelei. Frag mich, wo hier Vögel sein sollen. Wie kann ich im Weg sein, wenn niemand hier ist? Watson, was hast du dazu zu sagen? Ja gut, die Empfangshalle, wie mir scheint, eigentlich ganz nett, ein bisschen karg. Das ist das Beste für psychiatrische Einrichtungen, ne? Die brauchen karge, kalte, graue Wände. Als ob meine Tochter fehlte und ich würde nicht kommen. Ah, okay, scheinbar sieht's in den Räumen ein bisschen anders aus, die Türen lassen einiges vermuten. Okay, dieses Brummen klingt wirklich vielversprechend. Kann man hier dann noch irgendwo anders rein, bevor ich mich in die Hölle begebe? Nee, scheint alles versperrt zu sein. Doch, da, die Rezeption. Jemand zu Hause? Ist es der Ventilator, der hier so Geräusche macht? Alter Schwede. Mich voll fertig machen. Vor allem stellt euch mal vor, hier zu sitzen, ey. Das ist doch der reinste Fuck, oder? Haunting Shadows. Oh ja. Heimsuchende Schatten. Und wir haben hier noch eine Tür, die wir irgendwie nicht aufmachen können. Ich weiß zumindest nicht, wie. Nun gut. Dann schauen wir uns mal an, was dieser Raum dort für uns bereithält. Hallo? Vorsicht, rutschig. Oh. Also es ist auf jeden Fall viel Platz, aber besonders... Was ist denn das? Besonders liebevoll ist das hier ja nicht alles. Es steht hier für eine Kiste rum. Man fühlt sich schon etwas einsam. So, hallo. Da liegt was? Oh, ah. Ah, nice. Das Landschafts-PNG auf jeden Fall ist auch wieder am Start. So, was haben wir hier? Was zum... Oh, Alter. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei The Hitman Shadow Ward. Ich glaube, wir sind im Spiel angekommen. Heilig, jetzt haben sie meine Aufmerksamkeit. Plötzlich wird der Funhaus... Was? Was stand da? Um das Journal zu öffnen. Warum liegt das jetzt plötzlich da? Alter! Ich habe Licht. Nice! So, was geht? Ich glaube... Deine Seele wurde geraubt. Ich hab verloren, Alter, oder was? Willst du mich verarschen? Ast 3, ja, das lief ja super für die erste Runde. Na gut, Freunde. So, da haben wir hier zum Glück einen Save Point, Alter. Probieren wir das Ganze nochmal, würde ich sagen. Und ich schaue mich jetzt einfach mal nicht so groß um. Ich brauche noch meine Lampe. Heilig, jetzt haben wir meine Aufmerksamkeit. Plötzlich wird der Funhaus sieht nicht sehr lustig. Die Übersetzung ist grandios, Freunde. Die ist grandios. So.
Was machen wir denn? Ich will hier einfach mal alle Seiten zusammenfinden. Ich hoffe, wir kommen hier raus, Alter. So, ich höre jetzt einfach mal auf zu verweilen. Und kommen wir überhaupt weiter im Flur jetzt? Oh ja, oh ja. Wie, das kann ich nicht wegnehmen. Es sieht ziemlich stark. Es sieht ziemlich stark, Freunde. Was ist die Konsequenz daraus? Eine offene Tür. Oh, hallo. Special thanks. Hallo. Ah, die ganzen Credits. Ach, nice. Schönes Gimmick. Das passt zwar da überhaupt nicht rein. Aber okay. So, gut. Ja, hier haben wir den Secret Credit-Raum gefunden, würde ich mal so sagen. Aber was bringt uns das jetzt? So, wir haben da 3 grüne Punkte von 5 angezeigt, schätze ich mal. Oh, jetzt steht der Teddy dort. Ist das ein Extra? Gib mir das Extra. Ich will die Bonus-Points. So, und nu? Ach, eine Axt. Na klar. Eine psychiatrischen Einrichtung ist eine für alle zugängliche Axt wirklich die beste Variante der Nachmittagsunterhaltung. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich habe doch jetzt eine Axt. Kann ich das nicht einschlagen? Ah, 7. Astrein. Boah, wir haben noch viele Items zu finden, würde ich mal sagen. So. Jetzt habe ich die verloren. Kann ich die nicht mehr mitnehmen, oder was? Boah, Alter, wenn ich hier in so einem Haunted House wäre, ne, ich würde die Axt heiraten. Was geht? Wer wusste, dass ich so gut brechen Dinge? Es sieht ziemlich stark. Ich glaube, die Untertitel einzuschalten war die beste Idee. Aber es bringt auf jeden Fall einen argen Unterhaltungswert. What the fuck? Das ist schon recht eigentümlicher Schick, ne? Alter. So langsam wird's hier ungemütlich. Überall die gleichen Bilder, ey. Ich hoffe, ich verliere nicht meine Lampe. Bitte nicht. Da passiert doch was, wenn ich da reingehe. Ich will das nicht. Also dieser komische Geister war nie wirklich gruselig, aber so die Atmosphäre ist schon echt ein bisschen übel. So, und jetzt haben wir hier auch nachts. Das ist ja immer die perfekte Voraussetzung, um mir den Schweiß auf die Stirn zu treiben. Ich gucke nur zu, während du badest. Lass dich von mir überhaupt nicht stören. Ich schätze, ich muss jetzt noch 2 Seiten finden, oder wie sieht das hier aus? Oder was suggerieren mir die Punkte? So, Headman. Was geht? Zeig dich doch mal. Ich werde das noch bereuen, das gesagt zu haben. Hehe, want to go? Oder was? Jetzt haben wir hier schon wieder diesen komischen Teddy. Hutmann! Hallo! Sollte dringend mal geputzt werden. Oh. Scheiße. Was war das denn? Ey, bitte nicht. Bitte nicht mein Licht. Wehe, die Batterien machen schlapp, ey. Ich will sofort Batterien finden. Hilfe, ey. Hier haben wir auch keine Seite. Alle Räume sind gleich. Alles wiederholt sich. Nochmal da? Können wir da irgendwie rein? Oder ist das einfach bloß broken? Alter, irgendwas passiert doch gleich. Ich weiß das. Oder auch nicht?
Hallo? Das war's, Alter. Ach du Scheiße. Mach hier Ruhe, ey. Du Mistvieh. Was war denn das? Oh, Alter. Boah, das Radio ist viel gruseliger, ey, als der Typ, der da war. Was war denn das, Alter? War das der Hutmann? Nach einer wahren Geschichte stand ja hier. Das nicht ausmachen, ey. Ich wünschte, ich hätte meine Axt. Ich will mich irgendwie wehren, aber ich kann mich nicht wehren. Die letzte Seite, nur noch eine Seite. Das kann doch nicht so schwer sein. Was soll denn das sein? This isn't real. Das ist nicht wahr. Ja, das glaube ich auch. Alter. Das ist schon eine ganz schön kranke Atmosphäre hier. Also dieser Psycho-Faktor, ich mag das eigentlich sehr gerne. Man wartet drauf, dass etwas passiert. Und eigentlich ist es sogar noch viel schlimmer, dass nicht so viel passiert. Oh, hier haben wir einen Spiegel zum ersten Mal. Alter, was geht? Hilfe, lass mich in Ruhe. Das kannst du nicht bringen, Mann. Alter, lass mich. Scheiße. Hier waren wir schon, oder? Oh! Noch eine Seite. Oh, ist das jetzt die letzte? Alter, jetzt gucke ich das Journal nach. Der Mann mit dem Hut trug schwarz. Auch sein Hut war schwarz. Und seine Haut war schwarz. Seine Augen waren schwarz. Ich kann seine Augen nicht zu beschreiben schwarz. Es war, als ob der keine Augen hatte, schwarz. Nur der leere Sockel schien auf meine Seele werden ziehen. Ich erinnere mich so glücklich, wenn er sagte, er würde mich von hier weg. Aber jetzt habe ich Angst, wenn er könnte, mir zu nehmen. Ist scheinbar alle Seiten gefunden zu haben nach dieser Anzeige. Müssen wir uns jetzt holen lassen? Oh, Alter. Nicht das Klo, Mann. Nicht das Klo. Das flackert doch nicht umsonst. Lass mich in Ruhe. Hau ab. Hau ab, Mann. Scheiße. Scheiße, helft mir. Wie kann ich mich wehren? Oh, ich spiele ja sowas immer nicht im Dunkeln, ne? Ich glaube, dann wäre es noch dreimal schlimmer. Es passiert nichts. Das ist furchtbar. Diese übelste Anspannung, ey. Also das haben sie ja gut gemacht. Ich glaube, ich versuche mal wieder zur Eingangshalle zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jemals wiederfinde. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Scheiße. Hallo. Sind alle weg? Ja, wem? Oh nein. Oh Gott, da ist schon gar keine Toilette mehr drin, ne? Tja. Da liegt noch eine Seite. Ach, jetzt geht's von vorne los, oder was? Ich muss noch mehr Seiten finden. Na gut. Dann gehen wir uns mal auf die Suche. Dann gucke ich ja jetzt mal ein bisschen, mich ein bisschen besser um. In der letzten. Was? Da kann ich nicht rein. Warum kann ich da nicht rein? Kann ich mich ducken irgendwie? Da ist nix. Okay, ich kann da nicht rein. Okay, jetzt kriege ich hier gelbe Punkte.
Heiliger Bimbam! Oh nein. Es passiert doch gleich was. Da! Hör auf zu säuseln. Oh oh. Oh oh. Ey, ist das übel, ey. Gott, ey, ich hab voll Gänsehaut. Ohne Scheiß, ich tu nicht so. Ich hab richtig Gänsehaut gerade. Man sieht das gar nicht, glaube ich. Aber ich frag mich das. Heftig. Ich würde gerade sagen, hier bei der Anordnung der Räume, wenn du da nicht schon bekloppt bist, dann wirst du es, wenn du hier eingeliefert bist. Nee, hier... Oh, das war der Ventilator, ey, Alter. Ich sehe schon Dinge. Oh Gott, ich war hier bestimmt schon 1000 Mal. Da liegt was? Ist das ein Medipack? Stachel Streichhölzer. Was kann ich denn damit machen? Die kann ich so halten. Was mache ich denn damit? Ich will lieber das Licht. Vielleicht sollte ich öfters mal hier reingucken. Prozessgruppe mit Sozialarbeitern schien mir eine riesige Verschwendung von Zeit. Alles, was wir darüber gesprochen, nachdem die sagte, sie wurden mit schlampig Joes zum Mittagessen, schien nichts mit mir zu tun zu haben. Ich habe versucht, meinen Traum zu bringen, aber das nur zu einer Diskussion über Medikamente führen. Das Ding ist, selbst wenn man die Story hier verstehen will, lässt einem die Übersetzung echt wenig Chance. Man kann das nicht ernst nehmen. Verschwinde, also. Oh, da ist auch scheiße, Mann. Lass mich in Ruhe. Hilfe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich weiß doch gar nicht, welche Toiletten ich hier vor allem schon... Alter. ich hier schon abgesucht habe. Geht's hier nicht mal irgendwo nach draußen, bitte? Ich hab mich völlig verlaufen. Verflucht soll ich sein. Ich jemals auf die Idee komme, in so einer Situation. Irgendwelche Zettel zu suchen. Ich hab so ein wenig das Gefühl, dass irgendetwas hier nicht stimmt. Alter. Vor allem, wie er aussieht, Alter, es wird schnell. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Oh, Alter, Scheiße, der lässt doch nicht locker. Jetzt sind wir gefickt, würde ich sagen. Oh, hier. Nein! Ich bin so dumm. Ich dachte, da kann man irgendwie an der Seite lang gehen. Der hat mich jetzt in den Tod gejagt, würde ich mal sagen. Wir können neu starten. Wie speichert man denn? Ich weiß überhaupt nicht, wie man speichert. Müssen wir jetzt nochmal anfangen? Ach, du willst mich doch verarschen hier, oder was?